So, und direkt weiter und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge X4 Foundations. So viele Zahlen. Und ja, wie schon angekündigt, werden wir uns jetzt in dieser Folge auf jeden Fall damit beschäftigen, Geld einzutreiben. Es gibt mehrere Wege, Geld einzutreiben. Eine Mission oder eine Variante ist, ich habe es schon vorweggenommen, ist Missionen anzunehmen. Die findet man an Stationen, die werden angeboten. Sollten wir je die Möglichkeit haben, uns von Angesicht zu treffen, bringen Sie mir doch bitte etwas frisches Bobo mit. Die Brocken, die mir die Split vorsetzen, sind staubiger als deren Humor. Machen wir, Boso, machen wir. Eine Variante ist, Missionen anzunehmen. Die werden, wie gesagt, habe ich, glaube ich, am Ende der letzten Folge schon mal angekündigt, immer mit so einem kleinen gelben Symbol angezeigt. Wenn wir da einfach nur rübergehen, sehen wir, wie sie heißt und was wir verdienen können. Rückkehr zur Normalität. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht über die Karte hier auf angebotene Mission und dann andere Missionsangebote. Da steht es auch nochmal. Entweder ihr klickt hier mit links drauf, mit rechts, dann wird es angezeigt, was das für eine Mission generell ist. Oder ihr geht hier oben mit Linksklick drauf und habt genau das gleiche Feld. Und ihr seht, wir müssen hier Geschütztürme zerstören. Für die Fraktion Teladi Unternehmen. Unsere Belohnung wäre 160.000 Kredite. Und die Schwierigkeit ist moderat. Also ganz okay eigentlich noch für eine Mission. Da würden wir dann auch nach und nach die Beziehung zu den Teladi verbessern. So, jetzt ist es immer so eine Sache. Ich glaube, jeder, der X spielt, hat ja so eine gewisse Lieblingsrasse, mit der er am liebsten irgendwie interagiert. Bei mir sind es irgendwie die Teladi immer gewesen. Ich weiß nicht warum. Liegt vielleicht ein bisschen an X Beyond the Frontier. Das war so mein Start in das X-Universum. Wie wahrscheinlich bei vielen. Also, die ein paar Jahre älter sind, so wie ich. Nee, da bin ich eigentlich gerade hin. Asteroid. Und deswegen... Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Ja. Und deswegen bin ich irgendwie bei den Teladi mehr hängen geblieben. Oh, hier sind, wenn man auf die Minikarte guckt, sieht man hier diese Kisten. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass dort Fracht rumliegt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Also hier gab es anscheinend einen Kampf ohne uns. Aber wir werden einfach mal die Kisten noch schnell einsammeln, weil die haben teilweise echt guten Loot. Da ist gewesen. Ja, mit dem Navigationssystem. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man einmal den Dreh raus hat... Ach, das ist ein Asteroid. Durchschnittspreis 1. Echt? Die kann ich einsaugen? Das habe ich noch nie gemacht. Kann ich Asteroiden einsaugen? Da geht mir das Schiff zu Bruch. Ich habe ein bisschen Angst. Zumal 54 Credits. Ja, scheiß drauf, wir saugen keine Asteroiden auf. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich immer Verfechter davon, bei den Teladi anzufangen. Aber da wir ja Paranide sind, werden wir uns auch zu den Paraniden machen jetzt. Also deswegen benutzen wir mal die Anomalie. Ist ja der Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal die Anomalie wieder finden. Deswegen benutzen wir mal den Weg zurück zur Anomalie. Werden wir ganz kurz scannen. Um zu gucken, wo die Anomalie genau ist. Also, wo ist denn unsere Barke? Da hinten. Ach, da ist doch die Anomalie, wa? Ist das die? Da ist er, wunderbar. Und dann werden wir mit brachialer Geschwindigkeit zurück in unser Paranidenreich fliegen. So. Erreiche System. Ketzers Untergang. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe gedacht, dass jede Anomalie zum selben Punkt wieder fliegt. Heilige Scheiße, jetzt bin ich in Ketzers Untergang. Da war ich ja noch nie. Okay, gut, da müssen wir die gleich mal umbenennen. Ich hoffe auch, dass sie wirklich immer ins selbe System führen. Anomalie nach Ketzers Untergang. Kann ich gleich meine eigene Aussage mal revidieren, die ich in Folge 1 gebracht habe. Und ja, jetzt sind wir in Ketzers Untergang. Oh, hier ist auch direkt ein Sprungtor. Wo führt mich das hin? Sprungtor, Morgenstern. Nach Morgenstern, kenne ich auch nicht. Wie gesagt, hier in dem Bereich war ich noch nicht. Wo ist denn die Anomalie jetzt? Wir müssen sie ja finden und erstmal markieren. Da hat es irgendwo gefiepst. Ah, sieht jemand? Da blinkt's. Gehen wir mal wieder hin, setzen eine Navigationsbarke. Nicht zu nah ranfliegen, dass ich gleich durchsause. Okay, so. Aufstellen, Navigationsbarke. Ja,
Ja, wir lassen mal hier unser Raumschiff kurz schweben. Wo ist die Navigationsbarke? Hier oben irgendwo. Da ist er. Navigationsbarke. So, I öffnet die Information. Und hier sagen wir mal Anomalie. Anomalie, genau. Da ist nämlich das Problem, dass man alles wieder löschen muss. Anomalie nach unbekannt. Hm, Frage ist, machen wir jetzt die nächste Anomalie oder fliegen wir mal durchs Sprungtor? Also, ihr seht, erstmal ganz kurz zu dem Sektor an sich, zu Ketzers Untergang. Der ist so grau quasi umschlossen. Und graue Sektoren sind neutrale Sektoren. Also, die gehören keinem. Deswegen kann man hier auch, ja, zu keiner Fraktion die Beziehung verbessern. Ist für den Anfang erstmal, ja, scheiße. Und deswegen fliegen wir direkt weiter. Fliegen wir nach Morgenstern? Komm, wir fliegen einfach nochmal durch die Anomalie. Bin mal gespannt, wo sie uns jetzt hinführt. Wenn ich sie finde, da ist er. So. Erreiche System. Tarkas Zusammenbruch. Tarkas Zusammenbruch. Ein Xenon-Sektor. Das ist ja wunderbar. Rot umrandet die Xenon. Ja, genau hier will ich auf jeden Fall landen am Anfang. Hier gibt es sogar Stationen. Also war jetzt keine Verwunderung, denn ich war tatsächlich schon mal hier. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo die Anomalie ist. Da oben. Okay. Fliegen wir wieder hin. Nächste Navigationsbarke. Stopp, stopp. Ja, okay. Die Anomalie ist mir auch. Erreiche System. Profitables Andenken. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder in dem Xenon-Sektor landen werden. Profitables Andenken. So, da sind wir doch schon direkt neben dem Paraniden. Das ist doch schön. Dann werden wir hier eine Navigationsbarke hinschmeißen und dann einfach, ja, durch ein Sprungtor wieder zu den Paraniden fliegen. So, kurz scannen. Ach, diese Anomalie immer zu finden. Okay, hier scheint sie nicht zu sein. Kann ich eigentlich anhalten? Ich bin auf jeden Fall in der Nähe von der Anomalie. Weil wir bewegen uns, trotzdem wir eigentlich stehen sollten. Okay, ist er unter uns? Da ist er. Ja? Ja. Stopp, 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 stopp. Oh! Erreiche System. Matrix Nummer 9. Nein. Matrix Nummer 9. Gehört den Xenon. Ist hier oben noch ein Xenon-Gebiet. Wunderbar. Hier düsen wir auch direkt wieder weg. Das ist... Stau. Wo ist die Anomalie? Da ist sie. Gut, da fliegen wir direkt ins nächste System. Erreiche System. Profitabler Handel. Da waren wir aber schon. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Es ist ein Zufallssystem, wo ich lande. Das ist ja krass. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Dass jede Anomalie... Also dann kann ich mir die Navigationsbarken eigentlich auch klemmen, die zu benennen. Dann kann ich einfach nur schreiben Anomalie. Und ja, Ergebnis, wo wir mit der Anomalie landen, ist zufallsabhängig anscheinend. Das wusste ich auch noch nicht. Anomalie. Und haben wir noch eine... Da oben ist eine... Ja, und wunderbar. Anomalie reicht ja auch. Ja, gut. Verarbeite das. Dann werden wir... Wir könnten natürlich jetzt auch einfach sagen, wir fliegen wieder so zurück. Wir können hier mit Rechtsklick und Leitsystem aktivieren. Wird uns der schnellste Weg angezeigt. Selbst wenn man die ganzen Sektoren noch nicht kennt, wird einem der schnellste Weg angezeigt. Also ihr seht, wir müssen hier in unbekanntes Gebiet. Wir wissen ja noch nicht, was da ist. Und dann würde da anscheinend irgendwas sein. Also ein Sprungtor höchstwahrscheinlich. Und dann wäre das der schnellste Weg. Ich würde sagen, wir machen das auch. Wir fliegen jetzt einfach mal so über die Reise. Über den Reisemodus. Zum unbekannten Objekt, was ein Sprungtor wahrscheinlich sein wird. Und werden uns dann zurück zu den Paraniden machen. Ja. Ach so. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass wenn ihr den Reisemodus aktiviert und ihr geht in irgendein Menü, also sagen wir mal, wir gehen mal auf die Karte, dann ist es so, dass das Schiff im Hintergrund anhält. Also es fliegt nicht weiter. Das ist, finde ich, beschissen. Und das kann man aber ganz einfach, und das zeige ich euch mal, bei den Einstellungen umändern, indem ihr auf Spieleinstellungen geht und dann steht hier unten, oder wo steht's? Boostschalter. Hier, Geschwindigkeit im Menüs beibehalten. Das ist standardmäßig auf aus. Macht's ruhig an,
das spart euch verdammt viel Zeit und verdammt viel Ärger, weil ihr müsst dann tatsächlich immer wieder raus, Reisemodus an und ihr könnt nichts weiter machen in der Zwischenzeit, außer gucken, wie er fliegt. Und das ist am Anfang noch eigentlich ganz cool, weil man sieht halt viel und man kann viel entdecken. Aber wenn man so ein paar Minütchen gespielt hat, dann geht einem das auf den Sack. Und später ist es auch so, wenn man ein paar mehr Schiffe und ein paar Stationen oder sowas besitzt, dann kann man in der Zeit auch viele andere Sachen machen. Also seine ganze Flotte und sowas planen und Aufträge verteilen und so weiter. Deswegen schaltet es einfach von Anfang an aus oder beziehungsweise an, dass ihr die Geschwindigkeit beibehaltet in den Menüs. Und dann, ja, gewöhnt ihr euch auch gleich dran. Außer ihr seid so verrückt und wollt tatsächlich alles live miterleben. Dann, ja, bleibt dabei und lasst es standardmäßig auf aus. Und fliegt tatsächlich nur im Reisemodus, wenn ihr auch live dabei seid. So. Gleiche System. Nopileus Glück. Nopileus Glück. Ein neutraler Sektor, wie wir sehen. Und wir müssen direkt durch das Sprungtor fliegen. Also von da sind wir gerade gekommen. Ihr seht auch immer die Verbindungslinien. Also da sieht man, wie man welche Sprungtore wohin führen. Anders als bei den Anomalien natürlich, weil die Anomalien haben halt nichts. Und hier seht ihr, da ist die Verbindung. Da ist so ein Superhighway. Der bringt einem intern in ein anderes Gebiet von dem Sektor. Das nennt man dann Superhighway. Sind mit blauen, ja, hier Linien markiert, die auch so ein bisschen wabbeln. So, wir fliegen mal durchs nächste Sprungtor. Das bringt uns nach Frau Manebel. So, Frau Manebel. Dieser Sektor gehört, ach, dem Gottesreich der Paraniden. Das ist ja wunderbar. Sind wir schon im Paranidenreich wieder. Brauchen wir gar nicht weiterfliegen. So, und jetzt seht ihr, hier unten ist so eine, naja, hellblaue Linie, möchte ich mal das nennen. Das nennt sich Highway. Also ist kein Super Highway, sondern ein ganz normaler Highway. Und der bringt einem nicht in einem Sektor zu, ja, einem anderen Sektor, sondern der überspringt quasi, oder der geht durch komplette Sektoren durch. Also nicht durch, ja, Einzelsektoren oder Einzelfragmente vom Sektor, sondern durch komplette Sektoren. Das ist der Unterschied zwischen Super Highway und Highway. Wird tatsächlich in der Statistik auch unterschiedlich bewertet. Also wie viel Zeit auf Superhighways und Highways verbracht werden. Ne? So, gut. Dann können wir uns jetzt darum kümmern, das, was ich eigentlich vorhatte, Mission anzunehmen. Da links sehen wir schon eine neue Mission. Und zwar Paraniden Gewürzplantage 2. Die bieten an eine schnelle Reise für 43.540 Kredite. Also Credits. Wir klicken mal rechts drauf. Ich suche nach einem schnellen Schiff und einem guten Piloten. Ich muss schleunigst von dieser Station weg. Wohin es geht, ist mir eigentlich gleichgültig, solange mich niemand findet, bevor ich weit weg von hier bin. Kann ich auf Ihre Hilfe zählen? Falls Sie mir helfen können, landen Sie auf der Station und kommen Sie zu mir im Andockbereich. Ich warte dort auf Sie. Wollen Sie mir helfen? Ja, wir können ja mal als Start mal diese Mission machen und eine schnelle Reise machen. Das gab es auch bei X3 schon. Also die ganzen Nebenmissionen, da gab es auch diese, naja, ich nenne es mal Taximission, wo wir Leute von Stationen abholen, die woanders hinschatteln und dafür dann unsere Knete kriegen. Die sind immer sehr unspektakulär. Da ist ein Krimineller. Da holen wir uns gleich mal ein bisschen ansehen wieder bei den Paraniden. Kurzstreckentransporter B. So. Wirklich der Tipp. Guckt bitte, dass ihr jetzt zum Beispiel... Bitte gnädig. Und dass nicht die Station im Hintergrund ist. Denn wenn ihr daneben schießt und... Container. Ich glaube, ein oder zweimal auf die Station ballert, dann werdet ihr... Wird das als feindliche Aktion angesehen. Und die hetzen euch die Schiffe auf den Hals. Also deswegen macht's immer so, dass ihr irgendwie dahinter freien Raum habt, wo ihr dann quasi einfach den Jungen da abballern könnt. So, wir haben hier Tuning-Software. Und wir haben... Container. Einen einfachen Schildgenerator-Spule. Eine einfache Schildgenerator-Spule. So. Sehr schön. Haben wir. Und dann können wir uns wieder der Hauptmission oder der Nebenmission mal nähern. Wir sollen andocken. Oh. Andockerlaubnis erteilt. Alter Schwede. Okay, ich bin's. Danke für Ihre Hilfe. Okay, man bedankt sich. Ansehen gewonnen. Plus 1. Und jetzt sind wir schon bei 2. So. Ich muss zugeben, ich fliege oder ich lande sehr selten noch selber. Es ist möglich, sein Schiff aufzurüsten und sich einen Landecomputer zu holen. Das sollte man auch unbedingt machen. Das erspart einem verdammt viel Zeit bei den Stationen immer. Erfolgreich angedockt. So, okay, wir sollen die oder den Kollegen... Ich weiß gar nicht, ob Männlein oder Weiblein. Also erstmal ansprechen und holen. Er befindet sich im Handelsbereich. Da seht ihr auch,
Missionsziel, geht in die Kapseln oder Transporterraum, wird auch gelb untermalt und wir schwupseln mal zum Büro des Managers. So. Ja, es ist immer so, dass nur eine Tür begehbar ist, die anderen sind rot. Gibt auch nur eine Tür. Das ist aber Zufall, ob links, rechts oder Mitte. So, wen haben wir denn hier? Ich grüße Sie. Ach, den Stationsmanager. Mit dem können wir auch reden, wenn wir wollen. Hast du uns was zu sagen? Hallo. Nee, der kann uns nur sagen, wo wir was finden. Händler, Fraktionspräsidenten, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Unwichtig, ja. Hallo, Individuum. Ramang Kolangs. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, los, komm an Bord. Und zwar auf den Perseus Angreifer. Okay, red einfach nicht mit mir, sondern geh einfach stillschweigend zum Schiff. Wir folgen ihm mal kurz. Er benutzt jetzt hier die Kapsel. Ja, gut. Wir gehen auch zurück. Gehen mal in den Händlerbereich. Ah, da, okay, schade. Okay, ich teleportiere mich mal zum Schiff. Da kommt er. Und er geht jetzt... Ich bin an Bord Ihres Schiffs und startbereit. Er kraxelt tatsächlich auch hier hoch. Geht jetzt hier... Wir haben auch so einen Transporterraum. Benutzt ihn und verschwindet im... Ich nenne es mal im Lager oder sowas. Ich weiß nicht, wo er wirklich hin verschwindet. Obwohl, da hinten ist ja noch ein bisschen Platz. Also, der verstaut sich selber da hinten irgendwo im Raum. Und ja, wir können quasi jetzt loslegen. Aber das finde ich sehr nett animiert, dass sie nicht einfach teleportiert werden, so wie wir, sondern dass sie tatsächlich in die Transporterräume gehen, sich hierher transportieren lassen und dann auch zum Schiff laufen, aufs Schiff raufklettern und dann hinten in den Containerraum gehen. Das finde ich sehr cool. Und es ist auch egal, welches Schiff oder wie groß das Schiff ist. Das machen die wirklich immer. So, abdocken. Wo sollen wir denn hin mit dem Kollegen? Da hinten. 218 Meter wäre cool. Kilometer. Gut. Dann drücken wir mal den Reisemodus ein. Und gucken mal, wo wir hin müssen. Können wir mal auf die Karte gucken. Wir müssen auf den Superhighway. Auf den Highway. Ja, und dann kurz später wieder runter. Also ist eigentlich Quark, dass wir das Ding benutzen. Können wir eigentlich auch direkt hinfliegen. So. Ja. Es dauert halt ein bisschen länger im Reisemodus hier zu navigieren. Aber gut, bei einer Geschwindigkeit von 3500 Metern pro Sekunde. Ja, es ist eigentlich klar, dass die Navigation nicht so schnell ist. Das ist immer noch verkehrt. Warum? Wir müssen noch da hinten. Ich denke mal, da hinten die Station werden sein. Die müsste es eigentlich sein. Na? Also es macht jetzt wenig Sinn, auf den Highway zu fliegen und dann 100 Kilometer weiter wieder runter zu fliegen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so, ohne den Highway zu benutzen. So, welche Station ist es denn von den dreien? Diese dort? Unbekanntes Objekt. Sojabohnenplantage. Eine Soybean-Plantage. Sojagrützenfabrik. Eine Sojagrützenfabrik, aber es ist diese dahin. Unbekanntes Objekt. Das unbekannte Objekt. Sieht aus wie ein Handelsstock. Was ist es? Ein Paraniden? Es ist ein Sprungtor zu einem unbekannten Sektor. Halt, halt, halt. Was? Echt? Wir müssen durch den Beschleuniger durch? Für eine Reisemission? Okay. Na, da freue ich mich ja. Unbekannter Sektor. Mal gucken, wo wir rauskommen. Gut, es kommen schon mal neutrale Schiffe raus. Und uns bringt es nach... Erreiche Frommer Nebel. Okay, Frommer Nebel. Da hinten ist übrigens die Station, wo wir hin müssen. Und es ist ein Paraniden-Sektor. Okay, Frommer Nebel. Und da haben wir auch gleich die nächste Mission. Und zwar... Okay, wir können sie leider nicht so anwählen. Dann müssen wir mal in die Übersicht gehen. Seltene Gewürze gewünscht. Wir haben ja Zeit. Wir fliegen ja noch ein bisschen. Wir können ja mal raufklicken. Gewürze, die man üblicherweise auf dem Markt findet, reichen gewiss aus, um aus unseren Speisen Geschmackserlebnisse zu machen, die die meisten Wesen zufriedenstellen. Wir glauben aber, dass die Leute noch so viele Geschmacksrichtungen und Nuancen verpassen, die man mit exotischen Gewürzen erzielen kann. Wenn wir solche Ingredienzien in die Finger bekämen, könnten wir nicht nur den Leuten viel mehr bieten, sondern der Konkurrenz auch ein ordentliches Schnippchen schlagen. Wir zahlen daher jedem Lieferanten, der uns außergewöhnliche Gewürze liefert, ein ordentliches Sümmchen. Ja... Ja, nehmen wir mal an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mal gucken, ob wir es schaffen. Bin ich jetzt tatsächlich vorbeigeflogen? Okay, ich bin tatsächlich...
Ach, die war genau daneben? Was? War der Missionszeiger nicht hier? Der war doch nie im Leben neben dem Beschleuniger direkt. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. War der, der war doch in 200 Kilometern Entfernung, oder? Ah, da muss ich mir gleich die Aufnahme nochmal angucken. Da lügt mich doch das Spiel wieder an. Naja, gut, okay. Dann ist es halt diese Station und nicht die andere. Warum auch immer. Ach, oh, Entschuldigung. Stopp. Ja, weil ich die Mission angenommen habe, hat sich natürlich auch die Station geändert. Das passiert mir sehr, sehr oft. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass genau das gerade passiert ist. Wenn man Missionen annimmt auf dem Weg, dann aktiviert er auch die Mission, die man angenommen hat und nicht die, die man eigentlich gerade verfolgt. Deswegen, ja, mit Rechtsklick auf aktiv setzen. Ja. Jetzt ist auch wieder die richtige Station ausgewählt. Also die andere Station, die angewählt wurde, war für die Gewürze. Gut. Oder auch nicht so gut. So, 86 Kilometer. Dann haben wir das Ziel erreicht für die... Hat sie eigentlich einen Namen? Diese... Nee, hat keinen Namen. Stand, glaube ich, auch Individuum da, ne? Als wir mit der gesprochen hatten. Oder mit dem. Man weiß es ja nicht, was es ist. Bei den Paraninen weiß ich gar nicht, ob es da Männlein und Weiblein gibt. So, 2 Kilometer. Da ist der Dockingbereich. So, wie gesagt, ich bitte nicht um Landeerlauben, sondern ich fliege immer direkt rein. Dann kriegt man sie auch. Und? Hallo? Andockerlaubnis erteilt. Wo dürfen wir denn landen? Ach, direkt hier. Wunderbar. Okay, mein Schiff hat sich gerade selbstständig gemacht. So, zack. Na, ein Stückchen noch. So, runter und gelandet. Na, jetzt. Und? Bedankt man sich? Ich denke mal schon, oder? Gute Arbeit. Danke. Willkommen. Mission abgeschlossen. 43.540 und plus 1 zu der Beziehung zu den Paraninen. Sehr schön. Damit also erste Mission erfolgreich abgeschlossen. Die andere Mission, also die Gewürze. Gewürze ist eine Sache, die kann man nicht erhandeln. Also die ist nicht handelbar, sondern die muss man tatsächlich selber herstellen. Und das bringt mich doch auf die Idee, euch mal die Handelsbereiche von Stationen zu zeigen. Auf jeder Station befindet sich ein Handelsbereich. Den findet man immer, entweder man läuft über die Station und sucht den sich selber, oder ihr geht einfach hier über die Transporterkapseln, geht auf Händlerbereich und macht einen Doppelklick drauf. Und dann kommt ihr in den Händlerbereich oder in den Handelsbereich. So, wir sehen, unser Schiff steht dort hinten, also er wäre rechts von uns gewesen. Und hier ist ein freundliches Individuum, mit dem man handeln kann. Ich grüße Sie. Im Gegensatz zu X3 ist es so, es gibt keine speziellen Händler mehr. Also bei X3 war es so, es gab Schiffsteilehändler, es gab Nahrungshändler, es gab etliche Händler. Die wurden jetzt alle zusammengefasst zu einem Händler. Diese Unterscheidung gibt es halt nicht mehr. Und deswegen habt ihr ja an jeder Station Händler, die kann haben allerdings helfen? Unterschiedliches Angebot. Sehr. Ich zeig's euch mal. Also es gibt hier Waren. Jeder verkauft Waren, jeder verkauft Raumabzugs-Upgrades, allgemeine Güter und Handelsgüter. Das ist bei jedem Händler gleich, nur das Angebot ist halt immer anders. Und ja, entweder man hat so ein bisschen Glück oder Pech mit den Angeboten und muss sich dann, ja, oder kann sich dann die Sachen selber zusammensuchen. Wir gucken einfach mal, was uns denn so zusagt. Also Handelsgüter, ja, wie der Name schon sagt, ist einfach nur Handelsgut. Wir haben hier noch 3 Unkrautvernichter, die können wir gleich mal verkaufen. Ihr seht hier bei allgemeine Güter digitales Seminar entern. Also, jeder hat ja Fähigkeiten, jedes Crewmitglied. Hallo? Ja, jedes Crewmitglied. Und ich sag mal, diese digitalen Seminare gaukeln einem vor, dass man die kaufen kann und seine Crew damit upgraden kann. Das ist allerdings momentan mehr als Platzhalter gesehen oder ja auch wirklich mehr als Handelsware. Die haben noch nicht den Effekt, um seine Crew zu verbessern, sondern bis jetzt ist es noch so, dass die hier tatsächlich nur reine Handelsware sind, also die bringen einem noch nichts. Wird aber hoffentlich noch irgendwann dazu kommen. Weil, um das schon mal vorzuziehen, das Leveln der Crew, das dauert so lange, dass es wirklich Sinn macht, die Dinger mal hier irgendwann aktiv zu machen. Weil, also wie gesagt, in meinem anderen Spielstand, da bin ich ja schon so über 30 Stunden. Und ich habe einen
Kapitän von einem Schiff, der mal locker schon 20 Stunden lang für mich arbeitet, als Pilot, auch eigenständig. Also nicht, dass ich das selber steuere, sondern dass der für mich arbeitet. Hallo? Und der ist gerade mal auf Stufe 3 von 5, was das Fliegen betrifft. Also es dauert wirklich so unfassbar lange. Deswegen würde es hier tatsächlich Sinn machen. Dann Raumabzugs-Upgrade. Da habe ich ja gesagt, es gibt 5 Stück. Das ist nicht gelogen, denn es gibt 5. Ihr seht sie alle hier. Bombenwerfer, Handlaser, Raumanzugsschubdüsen MK2 und den Scanner und den Reparaturlaser. Ich werde mich mal komplett aufrüsten, was den Raumanzug betrifft. Kostet mich auch nur 19.000. Also von daher kaufen. Und hier oben die herstellbaren Güter. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich wünsche eine gute Reise. Tschüssi. Und vielen Dank. Denn auch in jedem Handelsbereich, die sehen auch übrigens alle gleich aus, ja? Also hier... Nee, sie sehen immer gleich aus. Ich muss es nicht sehen, sagen. Denn spätestens, wenn wir nachher auf einer anderen Station nochmal beim Händler sind, werdet ihr euch, ja, quasi an das zurückerinnern. Und hier gibt es noch so eine Werkbank. Und an dieser Werkbank kann man sich Gegenstände selber herstellen. Hier ist es jetzt nur so, werden erstmal nur 3 angezeigt. Weil man braucht immer eine Ressource quasi davon, um das Rezept angezeigt zu bekommen. Und wir müssen ja Gewürze herstellen. Kann ich helfen? Jetzt muss ich leider lügen, was alles bei Gewürzen drin ist. Aber ich tippe mal, Fruchtsalat könnte mit drin sein. Deswegen kaufen wir einfach mal einen Fruchtsalat. Oder wir kaufen einfach mal hier von jedem eins. Dann haben wir vielleicht ein paar mehr Rezepte. So. Ich wünsche eine gute Reise. Das ist auch so, dass die keinen Inventarplatz wegnehmen. Vom Schiff oder sowas. Sondern die sind einfach in der Hosentasche. Und nehmen nichts weg. So, da seht ihr, wir haben schon wieder mehr. Und... feine Mahlzeit. Okay, Gewürze. Seltene Gewürze. Ach, das ist gar keine. Ach, die muss man tatsächlich auch selber finden, seltene Gewürze. Guck mal an. Ich hab gedacht, die muss man sich quasi herstellen. Aber seltene Gewürze, die findet man tatsächlich so. Auch bei Händlern tatsächlich. Das ist ja gut. Dann werden wir wohl mal den ein oder anderen Raumhafen bzw. die eine oder andere Station anfliegen und mal die Händler durchklappern, ob wir die seltenen Gewürze schon finden. Denn dann können wir die Mission doch relativ zeitig irgendwann mal beenden. Das wäre ja schön. Ja, aber ihr seht hier zum Beispiel Erste-Hilfe-Kasten, da bräuchte man noch ein paar Sedative. Und ihr seht, hier ist der Grundpreis von den einzelnen Produkten und wenn man die dann zusammen craftet, was das für einen Unterschied macht, das macht dann schon deutlich Sinn. Deswegen, ich werde mal... Kann ich helfen? Sehr. Tatsächlich hier Verbände und Nadeln alle kaufen. Weil ich wünsche eine gute Reise. Diese Erste-Hilfe-Kästen, die kriegt man eigentlich relativ schnell zusammen. So, wir gehen aufs Schiff zurück. Tarsoi, Angreifer. Gehen zurück auf den Kapitänsstuhl. Und ja, werden mal die nächsten Stationen abklappern. Ich mache das jetzt aber erstmal so. Ich werde jetzt offscreen quasi hier mal so 2-3 Stationen abklappern. Und dann mir die Gewürze schon mal zusammensuchen. Wenn irgendwas Spannendes zwischenzeitlich passiert, werde ich natürlich direkt zurück sein. Aber ja, das mache ich jetzt mal so kurz offscreen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder zu X4 Foundations. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank. Haut rein. Ciao und tschüss.